Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Wir haben den Knopf für diese schöne Tür gefunden, endlich. Der hat sich ja versteckt. Ich werde wahrscheinlich an allen Türen probiert haben, sie so aufzuschlagen. Nur an der nicht. So, hier haben wir schon wieder den Salat. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ich habe ein ungutes Gefühl. Das ist doch bestimmt diese, du kannst nicht zaubern. Macht. Oder? Ah ne, den können wir im Bogen anschießen. Brauchen wir keinen Telekinese-Zauber verbrauchen. Wenn man trifft. Hallo? Willst du mich verarschen? Geht doch. Schwere Geburt. Mensch, da hat's ja gebracht. Und nochmal. Nur noch mehr Ärger. Von vorn. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Geht doch. Ja, geht doch. Guck hier. Levitation. Soll mir das irgendetwas sagen? Ich denke mal schon. Ja, dann levitarisiere ich mal darüber. Nachdem ich natürlich einen Trank geschluckt habe. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Kacke! Kann ich die Kristalle nicht irgendwie kaputt machen? Und hier sehe ich auch keinen Knopf. Blödes Rätselstübchen. Gibt es noch irgendwo Löcher, wo man durchkriechen könnte? Unten hier irgendwo. Sind wir überhaupt richtig? Ja, muss ja. Ich möchte meinen Anti-Anti-Magie-Ring. Hier durch wäre jetzt nicht schlecht. Ja, wäre nicht schlecht. Ach, sei doch jetzt mal ruhig. Kann sich ja keiner mehr anhören. So, darüber springen wird sowas von nichts bringen. Anti-Magie-Zone. Ich komme mir gerade schon ziemlich blöde vor. Ich sehe auch sonst nichts, wo man mit dem Bogen auch lang schießen könnte. Da geht das Tor dann wahrscheinlich einfach nur wieder zu. Aber sonst passiert da auch nichts. Nichts, nichts, nichts und wieder nichts. Tja, Leute, tut mir echt leid, aber ich bin gerade mit der Gesamtsituation überfordert.
Ich sehe auch sonst nirgendwo Knöpfe. Nirgends. Hup. Nee. Also ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Tut mir echt sorry. Ah. Wisst ihr, woran ich das gesehen habe? Da hinten, die Tür war zu. Plötzlich, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Ja, hi. Komm her jetzt. Was fuchte ich hier, Freunde? Aber hört ihr das? Stille. Oh Gott, wieder so viel Abzweigungen. Und wieder. Boah, hier kommen wir nicht durch, ne? Tja, da bin ich mal froh drüber. Ich mache wieder so eine Fackel an. Heurika! Das ist doch unfair. Ey! Aua. Steht da um die Ecke. Arschloch. Sorry. Winde! Winde war das Wort. Tja, man kann ja nicht immer auf alles kommen. Dann war wieder ein Schritt weiter, glaube ich. Vielleicht war es auch nicht für das Tor, sondern für die Brücke, die jetzt runtergefahren ist. Würde mich nicht wundern. Und wo sind wir hier schon wieder? Ah, ich sehe es. Cool. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum der Levitationszauber vorhin einfach aufgehört hat. Da war wahrscheinlich so ein Anti-Magie-Stein. Dumm gelaufen, ne? Hi. Überraschung. Ey! Cool. Ich hab zwar schon wieder keine Ahnung, wo wir uns hier genau rumtreiben. Dietrich ist abgebrochen. Hab ich gemerkt. Und nochmal von vorne. Bäh. Geschafft. Ja. Da haben wir den Titanbogen. Okay. 80 Geschicklichkeit. Ich glaube nicht, dass wir 80 Geschicklichkeit noch irgendwie erreichen werden. Obwohl, man könnte es probieren, oder? Also, ich weiß gerade gar nicht. Um 40 können wir es jetzt steigern, oder? Nee, um 20, ne? Kosten 5 lernen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Zur Not müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Tränke herstellen können. Aber dafür fehlt uns dieses Kraut, ne? Ich guck mal bei den Rezepten. Dafür haben wir nicht mal ein Rezept. Hm, okay. Na gut, dann nicht. Vielleicht finden wir da noch ein Rezept für. Oder können es kaufen. Jetzt Bogenschütze sein, wäre auch nicht schlecht. Hätten wir die vorher ein bisschen runterschießen können. Aber so funktioniert das ja auch wunderbar. Ja, sehr gut sogar. Schmieden lernen müssen wir nun auch nicht unbedingt, finde ich eigentlich. Was wollen wir uns großartig schmieden? Okay. Shortcut geöffnet. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um...
zu dieser blöden Brücke zu kommen. Irgendwie ist halt alles blöd. Die Türen sind blöd, Brücken sind blöd. Hä? Ich bin mit der Situation unzufrieden. Was soll das? Das können die nicht machen. Bleh. Hinten ist so dunkel, da sehe ich wieder nichts. Geronimo! Hi! Da, naja, fast, ne? Naja, gut. Was haben wir damit jetzt aber erreicht? Gar nichts. Kann ich die Winde anschießen, dass passiert was? Ne. Ne. Sag nicht. Krass. Also, dass das funktioniert, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Kam unerwartet. Ich bin mit der Gesamtsituation wieder zufrieden. So, jetzt müsste das wieder offen sein. Jawohl. Und das Tor ist unten. Das ist die Brücke, die Zugbrücke. Ach ja, es läuft wieder besser. Wir sind wieder im Flow. Also nicht im Flow, sondern im Flow. Also, na egal. Drin ist aber keine Winde. Bin ich nicht glücklich mit. Was liegt denn da hinten? Okay, hier sind zwei Rubine drin. Liegt da noch ein Rubin? Ja. Okay. Damit machen wir gut Geld, denke ich mal. Da ist die Winde. Yay. Juhu. Sind wir damit jetzt fertig? Ja, gut. Laufen gleich mehrere von den Viechern rum. Au. Tat vielleicht mal weh. Originale Nichtskönner. Voila! Dieser Stein sieht brüchig aus. Da haben wir das nächste Teil in der Tasche. Da fehlen noch zwei. Die müssen ja irgendwo dann da im Banditenlager sein. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ist der eine Eingang drin im Banditenlager? Müsst ihr dann, ne? Hinten bei Don Esteban, da kam dann irgendwie nicht durch. Da fällt mir gerade ein, wir hätten ja mit Ignatius darüber reden können. Also über Don Esteban. Hab ich voll vergessen. Na los. Jawohl, das wollte ich ja eigentlich nicht machen, bis wir den Auftrag erfüllt haben. Habt ihr gedacht, ich fall rein, nicht? Habt ihr gedacht? Nee, 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 Freunde. So. Bin ich da jetzt wieder runtergefallen. So. Wir könnten uns ja eigentlich jetzt auch... Wir müssen sogar...
uns zum Banditenlager teleportieren. Denn wir sind ja runterlevitiert. Keine Lust, den ganzen Weg da zu laufen. Es ist immer noch Nacht oder schon wieder. Ich schlafe jetzt erstmal. Ich kann euch ja nicht das Let's Play die ganze Zeit im Dunkeln antun. Ey! Da, mittags. So. Wohl morgen wäre wohl schlauer gewesen. Egal. Wow! Hey, stimmt es, was man sich erzählt? Ist die Hafenstadt wirklich wieder frei? Ja, sie gehört jetzt uns. Das warst du, nicht wahr? Danke, Mann. Jetzt sind wir endlich an unserem Ziel. Nicht ganz. Du meinst die Tempelruinen und den Vulkan? Ja, da braut sich einiges zusammen. Aber ich glaube an dich. Du hast uns die Hafenstadt zurückgeholt. Du wirst auch das lösen, Hauptmann. Wir werden sehen. Hauptmann, ja, daran kann ich mich gewöhnen. Tja, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir den Eingang finden. Cormac. Weißt du, was sich in den unteren Gewölben dieses Tempels befindet? Also, nach den Inschriften der Wände dieser Vorhalle hier zu urteilen, handelt es sich um das Grab eines bedeutenden Priesters. Die Erbauer des Tempels haben sich intensiv mit schwarzer Magie beschäftigt. Ich wäre an deiner Stelle äußerst vorsichtig, wenn du da unten hineingehst. Hier, nimm diese Spruchrolle. Ich habe so das Gefühl, dass du sie da unten brauchen wirst. Okay. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Okay. Zeig mir deine Ware. Ja, erstmal ein bisschen was verkaufen. Wir haben hier ein paar Schwerter, die wir da andrehen können. Der Junge hat kein Geld, fällt mir gerade ein. Also es fällt mir auf, eingefallen ist es mir nicht. Was kannst du uns denn noch andrehen, was wir gebrauchen können? Der Rezeptur für den starken Trank brauchen wir nicht. Man könnte ja mal so ein Inferno-Dings hier mitnehmen oder ein paar mehr. Ja, magischer Schutz. Wenn wir das gebrauchen können, wenn er das so gesagt hat. Kann man dann da wohl immer gebrauchen. Levitationszauber, nehmen wir mal noch einen mit. Kann ja auch nicht schaden. Zwei, okay. So. Das. Ja, dann sind wir bei 700. Titanschwert, Titanschwinge. Ist jetzt eigentlich auch schon wurscht, ne? Aber wir behalten die. Als Andenken. Wo sind die ganzen Rubine? Da. 6, was hat denn hier ein Komma-Wert? Das rostige Schwert, alles klar. Der hat sonst kein Geld. Ach, dann machen wir das so. So, reicht. So, ich wollte ja noch irgendwas lernen. Was lerne ich denn? Am besten. Ach, ich wüsste es auch nicht bei wem. Obwohl, ich wüsste es schon. Was machen wir dann? Was willst du? Geh zur Seite. Ich muss hier rein. Jawohl, Hauptmann. Jawohl. Mensch. Die haben Vertrauen. Ach, und noch. Ist immer dasselbe. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Geschafft. Geht doch. Bip. Okay. Mal von vorn.
Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Scheiße. Ach, und nochmal. Abgebrochen. Bin ich bescheuert? Ach, und noch einmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Und nochmal von vorne. Geschafft. Das war eine echt schwere Geburt. Und da ist noch eine. Yay! Yeah. Oh Gott! Und nochmal von vorne. Na also. Ah ja. Gut. Wenn sonst nichts ist. Aber wo ist jetzt der Eingang in die Ruine? War das hier nicht? Irre ich mich da? Wo zum Geier? Ich bin überfordert. Ah! Alles klar. Nehme ich zurück. Rumpel, rumpel. Ach, Gule, nein. Ruhe. Du auch noch. Ey, Unhold. Hey, hör auf jetzt. Mein Gott. So, weiter geht's. Aber ich meine natürlich, weiter geht's in der nächsten Folge, denn die ist jetzt schon wieder hier vorbei. Das geht gerade wieder echt fix. Aber ich nehme gleich noch eine auf und dann vielleicht noch eine. Und dann weiß ich nicht. Ah ja, vielleicht spiel's heute dann doch durch. Mal gucken. Aber bis dahin wünsche ich euch was, meine Freunde. Wir sehen uns. Ciao.